What the? Zwei! Meine Hochbocken! Seid draußen. Ich habe eine Nachricht bekommen. Kommt heute um 3 Uhr nachts zum Burger King in eurer Nähe. Hä? Burger King? 3 Uhr nachts? So Leute, wir haben jetzt 2.13 Uhr und ja, ihr habt viele Daumen hoch gegeben. Wir sollen zum Burger King fahren, wie der Game Master geschrieben hat. Genau, um 3 Uhr nachts sollen wir den antreffen. Ja, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg, damit wir pünktlich vorher schon da sind. Genau. Checken erstmal die Lage ab, was da so abgeht. Und wir sollen zum Burger King kommen. Mehr hat er nicht geschrieben. Genau, wir sind gespannt, ob wir den direkt antreffen oder nicht. Genau. Auf jeden Fall ziehen wir es durch und insgeheim wollen wir immer noch die Maske abnehmen. Das ist ja immer insgeheim der Plan. Das ist das Ziel. Ich will sehen, wie der aussieht, der Typ, wer das ist und... Was gibt's jetzt bei Burger King? Ja, was haben wir da jetzt nachts? Was ist das nächste Hinweis? Das kann doch crazy werden. Genau. Aber Leute, ihr wolltet es und ja, wir wollen es eigentlich auch wissen. Deswegen gehen wir jetzt los, ne? Fahren wir dahin. Und mal gucken, was uns da antrifft, ne? Ich sage, Lego, oder? Lego. Auf zum Burger King. So, da vorne ist Burger King, Leute. Ihr seht es. Ja, ein paar Autos sind da noch. Aber ist ja Wochenende, deswegen sind vielleicht ein paar Leute da. Ich bin gespannt, wann der sich zeigt, ey. Hat der nicht nur bis 3 Uhr auf sogar? Hell genau, zum Feierabend. Keine Ahnung. Auf jeden Fall stellen wir uns schon mal da vorne. Ja, wir gucken schon mal so ein bisschen. Mäßig. Kannst du hier vorne hinstellen? Achso, hier drin. Ja, wir haben noch erst hier, Leute, ihr seht, 2.30 Uhr. Haben also noch Zeit. Genau, haben noch ein bisschen Zeit. Mega gespannt. Da wird man hier parken. Mal gespannt. Was hier abgeht, Alter. Ja, Mann. Jetzt gerade noch nachts. Okay. Bis jetzt sieht dann noch alles ganz okay aus. Können wir mal reingehen so? Und irgendwo hinsetzen, wo es ruhig ist? Wir können auch reingehen und. Wir sind dann erstmal in Sicherheit und können erstmal alles kontrollieren, was abgeht. Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen. Ja, wir warten noch. Kurz vor 3, dann gehen wir rein, oder? Ja. Genau. Wir gehen erstmal rein und dann gucken wir, wenn die uns rauswerfen und sagen, jo, Feierabend. Ja. Gehen wir wieder hier hin und warten, genau. Bis die Nachricht kommt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ja. Rutschig. Ja, pass auf, man. Irgendwo ist Schnee und so. Sind da Leute drin? Ja, ein paar. Lass mal was trinken, oder? Ja, komm, wir holen uns mal. Lass was zu trinken und dann setzen wir uns hin, ja. Genau, wird schon mal sein. Ich setz mich schon mal, du holst schon mal. Kurz was getrunken, ist da nichts passiert. Nee. Ja, vielleicht müssen wir zum Drive-In-Schalter, weil ganz früh ist auch schon mal was Komisches an Drive-In-Schalter. Ja, wir warten jetzt nochmal bis 3 Uhr und dann gehen wir an den Schalter. Fahren wir in McDrive oder so, keine Ahnung. Vielleicht kommt da irgendeine Stimme oder so, wo was passiert, weißt du? Okay, Leute, wir fahren jetzt mal in den Drive-In. Zum Drive-In. Schauen wir mal, was abgeht. Ja, Mann. Wir bestellen uns einfach mal 2 Cheeseburger. Ja, also, ne? 2 Burger? Genau. Nicht, dass hier jetzt die Botschaft kommt oder so, ne? Nein, ja, so drin war nix. Ja, bin echt gespannt, aber... Hallo, Ihre Bestellung, bitte. Guten Tag, ich hätte gerne 2 Hamburger. Darf sonst noch was sein? Das wär's. 389, Sie bitte vor. Alles normal, ne? Okay. Hier ist schon mal nix. Ja. Zu Geld? Aber eigentlich, ja. Hier ist noch nix, Alter. Das sieht doch gar nichts, Alter. Wir haben doch jetzt auch 3 Uhr. Ja. What the? Hä? Was geht ab? Was soll man sagen, Digga? Hallo? Was willst du von Scheiße. Was geht hier ab? Ey, fuck mal. Oh mein Gott. Krank, Alter. Oh mein Gott. Was geht ab, Alter? Hä? Warte mal, Junge. Geh mal zurück. Boah, geh mal zurück. Was willst du weg? Fahr zurück! Warte, warte, ja! Ich muss hier kurz drehen, Alter, warte! Dreh mal, fahr zurück! Ja. Was ist los mit dir? Ich war gerade so geschockt! Die Maske abnehmen können! Nicht! Ey, scheiße, Mann! Wollt ihr rückwärts machen? Ja, fahr rückwärts! Ist kein Hinter, oder? Nein! Fahr dahin wieder, Alter! Was geht ab? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie der geguckt hat, ne? Ja! Scheiße! Ey! Was war das jetzt? Wo kommt der denn auf einmal? Scheiße!
Hä? Da war keiner mehr. Da war keiner mehr. Ja, was sollen wir jetzt machen, Digga? Was sollen wir machen? Sollen wir jetzt einfach nochmal reingehen, normal? Fahr nochmal rein. Nochmal, McDrive. Ja, wir durchfahren. Ey, da war jemand. Da war wieder jemand, oder? Hallo? War hier eben jemand mit einer Maske oder so? Nein, wovon redet ihr denn da? Kann ich euch behilflich sein? Willst du mich verarschen? Hattest du jetzt gerade eine Maske auf? Nein. Digga, hab ich... Wer von ihr da spricht? Egal, tut uns leid. Eigentlich hat es jetzt schon erledigt. Wir haben schon unsere Burger. Also hier war keiner mit einer Maske. Auf gar keinen Fall. Hä? Was geht hier ab, Mann? Dann Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht stören. Ne? Entschuldigung für die Störung. Okay, schönen Abend noch. Schönen Abend, ja. Ne? Digga, war der das nicht? Will den verarschen? Ich meine, der war das doch, oder? Der war das doch, oder? Hä? Leute, war... Nehmen wir jetzt komplett behindert? Gerade. Das war der doch, oder? Ich peil's gerade gar nicht mehr. Leute, will er uns verarschen, oder? Ich check gerade nichts mehr. War das, hat er nicht den gleichen Körperbau gehabt oder so? Ich meine, wir müssen gucken, was in der Tüte ist. Warte, die Tüte. Hol mal die Tüte jetzt. Komm. Alter, hier ist die. Hör was? Oh, da steht was. Öffnet zu Hause. Zu Hause. Öffnet zu Hause. Nee, ganz normal. Ich hab nur gerochen. Ja, nicht nur Burger. Nicht, dass da noch was anderes drin ist. Aber das sind eigentlich nur die Burger, die fühlen sich weich an. Da muss aber noch was drin sein dann. Ja. Aber ich fühle echt warmen Burger. Alter. Aber öffnet zu Hause. Da ist locker noch was drin. Okay. Okay, ab nach Hause und dann öffnen? Ab nach Hause. Okay. Hallo? Showtime jetzt. Hier ist die Tüte. Und wir sind zu Hause und jetzt auf das Ding. Komm. Komm, wir zeigen den Leuten direkt mal hier, was hier drin ist. Wir haben zwei Burger bestellt. Wir haben noch zwei bestellt, oder? Hier sind vier Stück. Eins, zwei, drei. Ja, das ist schon übelst merkwürdig. Vier Burger und ein paar Servietten. Mhm. Check mal alles durch. Ja, wir müssen jetzt alles kontrollieren. Okay, hier ist nichts mehr drin. Das können wir schon mal wegschmeißen, ne? Das gar nicht. Nee. Ich würde sagen, eins am anderen, oder? Ja. So, wir werden jetzt diesen Burger hier analysieren. Gucken, kurz die Servietten. Ah ja, guck alles, ob irgendwo ein Zeichen ist. Auch hier innen alles abchecken, ne? Hier ist auch nichts. Okay. Okay. Und den Burger. Leute, hier ist auch nichts. Also hier ist nichts, ne? Also essen will ich jetzt eigentlich nicht, nee, weil... Der hat die locker. Wer weiß, was da alles drin ist. Hier sind Gurken. Bulette. Sonst nix. Okay, dann ist der abgehakt. Dann. Check das Papier. Ja. Nix. Okay. Da irgendwas drin. Unter der Bulette. Oh, nix. Nix, ne? Okay, dann ist der auch clean. Der ist clean. Nur den. Ja. Check du wieder das Papier ab. Ja. Klebt noch ein bisschen Soße dran, sonst ist hier nix. Oben. Nix. Ja, mal, da ist nix. Und? Nee, nix. Vielleicht liegt es auch an der Anzahl. Vielleicht vier hat das irgendwas zu bedeuten. Ach, vielleicht ist gar nichts mit den Burgern. Ach so, vielleicht das. Genau. Weil wir zwei gesagt haben, aus den vier. Ja, irgendwas hat das zu bedeuten. Wenn ihr euch irgendwas zusammenbasteln könnt, schreibt immer in die Kommis. Ja, Mann. Okay. So, letzte Burger. Letzte Burger. Nee, so. Bisschen Soße und Papier. Oh, das ist richtig am Drippen hier. Auch nichts. Und direkt. Ja, Mann, da ist nichts. Unten. Oben. Ja, das Papier ist rein. Nochmal auf. Ja, Gürkchen, Bulettchen. Ah. Was denn? Hä, hey, warte. Was? Unter der Gurke ist doch was, oder bin ich blöd? Der Gurke, da? Haben die Gurke? Hm? Alter, da ist ein Zettel! Alter, wie random ist denn das jetzt? Ernsthaft jetzt? Alter, boah. Ey, ist ja voll... Oh, boah. Leute, was geht hier? Was geht denn da jetzt? Ich muss kurz abputzen hier.
Ah, Digga, einfach. Ihr hättet die einfach angefasst, Digga. Du würdest die Burger niemals essen. Die können wir nicht essen, Leute. Wenn du uns Lebensmittel gibt, essen wir niemals. Auf gar keinen Fall. Ey, wo unter den Gurken, Alter, ein Zettel? Das ist schon aufgeweicht, Alter. Mach mal auf. Geil. Kann da überhaupt was lesen? Boah, ich darf nicht zerreißen jetzt. Das ist sehr weich hier alles. Gott. Leute, ich zeige euch das jetzt mal. Obwohl der Text. Ich kann es noch nicht lesen. Komm, lass uns das lesen. Also, ich lese vor. Ich gebe euch die Chance, mir die Maske abzunehmen. Okay, gib uns die Chance. Kommt Sonntag um 14 Uhr ins Labyrinth. Ihr habt eine halbe Stunde Zeit, mich zu finden. Wenn ihr es schafft, dürft ihr mir die Maske abnehmen. Das ist doch ein Bluff, denkst du? Wenn nicht, werde ich weg sein. Also wir haben echt die Chance, wenn wir den beim Labyrinth finden. Eine halbe Stunde. Okay, wie groß ist das Labyrinth? Das. Ey, wir können das mal googeln. Ja, wir können das googeln. Dann lass das mal erstmal googeln. Leute, wir googeln dieses Labyrinth jetzt. Gucken wir uns erstmal Bilder an, falls es da welche gibt. Und wenn wir das schaffen, können wir denen die Maske abnehmen. Alter. Ey, alles was, das, was wir wissen wollen. Endlich, wie sieht der aus? Wer ist das? Okay, Leute, wir googeln jetzt. Hoffentlich finden wir jetzt Bilder und gucken mal rein, wie es aussieht. Lego. Leute, übertrieben heftig. Wir haben hier gerade ein Bild gefunden von einem Ort. Das ist aber jetzt ein bisschen erneuert worden, aber das ist das älteste Bild, was es davon noch gibt. Ja, das war mal das Labyrinth, aber das ist jetzt anders geworden. Genau, es war so vor ein, zwei Jahren sah das so aus. Übertrieben groß. Alter, sieht doch schon so symbolisch aus, Mann. Ja, Mann. Ja, da gehen wir so wieder irgendwas Krasses vor. Boah, das ist richtig gruselig. Übertrieben. Ja. Und ja, mal gucken, es ist jetzt ein bisschen anders, aber es sieht... Vielleicht an den gleichen Ort ist auf jeden Fall, nur es ist verändert worden. Leute, fetten Daumen hoch, wenn wir da hingehen sollen ins Labyrinth und das schaffen sollen. Daumen hoch. Und es geht darum, denn die Maske abzunehmen, das ist die Hauptsache. Ja, wir müssen das in einer halben Stunde schaffen. Wir können jetzt leider keine Bilder angucken, wie wir den besten Parcours, direkt den Weg. Eigentlich müssen wir uns nicht aufteilen, das wäre das größte Problem. Nee, dann verlieren wir uns. Eigentlich, vielleicht müssen wir uns aufteilen, aber... Es wäre eigentlich doof. Das wäre doof. Wir müssen mit zwei Kameras, falls einer den findet. Ja. Vielleicht nehmen wir mal lieber zwei Kameras. Vielleicht echt zwei Kämpfe. Falls wir uns aufteilen müssen, Leute. Das wird eine harte Challenge. Ich hoffe, wir schaffen das. Fetten Daumen hoch. Ja, Mann. Dafür, dass wir die Maske abnehmen sollen. Ja, Mann. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Peace.